Moin Leute, bei meinem ersten Tesla zeigt mir der Wagen seit letzter Woche an, dass ich das neue Update runterladen kann, das V10er. Ich hatte bisher noch nicht die Möglichkeit, weil er immer vermietet war, aber heute habe ich ihm quasi mal freigegeben, damit wir das Update installieren können. Man sieht es hier oben, dieser Pfeil wird dann gezeigt und wenn ich da drauf klicke, steht hier unten Update verfügbar, ich soll eine WLAN-Verbindung herstellen. Jetzt stehe ich hier auf einem Parkplatz bei Edeka und ich habe hier kein WLAN. Aber ich habe natürlich mein Handy, über das ich jetzt gleich mal einen Hotspot erzeugen werde und dann werde ich das Update ziehen. Ich hatte im Internet gelesen, dass das Update so mehrere hundert Megabyte groß ist. Ich habe 20 Gigabyte frei im Monat, das sollte also machbar sein. Er macht es tatsächlich schon. Hier, er hat sich mit meinem Handy verbunden und lädt das runter. Alle Updates, die jetzt neu sind im Model 3, seht ihr also in diesem Video. Ich zeige euch, wie man das Update installiert. Das Update lädt runter. Ich gehe nochmal ganz kurz einkaufen. Mit Aki war ich gerade draußen. Dem mache ich den Hundemodus an. Man wird dieses Update auch noch über LTE laden können. Also der Wagen an sich hat ja auch LTE. Aber wahrscheinlich wartet Tesla erstmal so ein bisschen, damit die Leute, die heiß sind, dieses Update runterzuladen, eben das eigene Handy nehmen. Oder die meisten werden wahrscheinlich auch zu Hause in der Garage haben, da im Idealfall dann auch WLAN, wo sie es dann sowieso ziehen können. Deswegen wird es halt noch so ein bisschen dauern, bis dann halt irgendwann das Update auch für alle verfügbar über LTE ist. Weil Tesla verfolgt natürlich auch das Ziel, dass alle Model 3s dann auf demselben Stand sind, damit sie auch dieselben Daten dann für Autopilot und so weiter bekommen. Mein zweiter Tesla zeigt mir im Übrigen noch nicht an, dass ich das Update runterladen kann. Obwohl ich den bei der Softwareaktualisierung auch auf erweitert gestellt habe, wo steht, dass man dann die Updates eher bekommt. Ich habe jetzt ein bisschen was zu essen geholt und jetzt zeigt mir eigentlich schon die ganze Zeit an, dass er eigentlich fertig geladen hat. Also der Balken ist durch. Aber er bietet mir nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt installieren kann. Also es ist bestimmt jetzt schon 10 Minuten so. Und ich warte die ganze Zeit. A few moments later. Er ist gerade hier umgesprungen. Von Pfeil auf so eine Uhr. Und jetzt steht hier Software Update und für Tesla Model 3 ist eine neue Softwareversion erhältlich. Legen Sie einen Installationszeitpunkt fest. Beginnen Sie jetzt mit der Installation oder schließen Sie das Fenster, um später zu entscheiden. Das Update dauert etwa 25 Minuten. Er würde das jetzt einfach mitten in der Nacht installieren. Wir wollen aber natürlich nicht warten. Wir bleiben jetzt hier 25 Minuten stehen, weil in der Zeit können wir das Auto nicht bewegen. Während des Updates können Sie weder das Auto fahren noch den Touchscreen bedienen. Und die Alarmfunktion wird möglicherweise für kurze Zeit ausgesetzt. Das Fahrzeug muss sich in der Parkstellung befinden. Das heißt, ich kann nicht fahren. Der Wächtermodus fällt eventuell aus. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt. Also, jetzt installieren. Dann läuft ein Timer runter. Das ist derselbe Text wie eben, der hier unten klein stand. Mal gucken, ob man das beschleunigen kann. Ja, einfach auf den Timer drücken und dann muss man nicht 2 Minuten warten. Und ab jetzt kann ich den Wagen nicht mehr bewegen. Super, jetzt kann ich hier stehen bleiben. Strom hat er zum Glück, ich lade ihn ja gerade. Ah, und ich muss Text lesen. Er installiert jetzt gerade gar nicht. Er sagt, dass der Wächtermodus aktiviert ist und deswegen funktioniert es nicht. Wächtermodus deaktivieren, schließen, nochmal auf die Uhr, jetzt installieren, doppeltippen. Jetzt geht's los. Update wird gestartet. Und beim letzten Update, was ich gemacht habe, hat sich dieser Text noch nicht geändert. Also es ist kein Fortschrittsbalken oder sowas, der angezeigt wird, sondern irgendwann ist das Update einfach fertig. Während das Update jetzt installiert, machen wir nochmal ein paar Tests. Ich habe jetzt hier mein Handy und ich schließe den Wagen jetzt mal ab. Das Handy lege ich jetzt hier hin. Und jetzt versuche ich, das Auto einmal zu öffnen. Geht nicht. Das heißt, da liegt mein Handy, da ist das Auto. Die Distanz reicht nicht, um den Wagen aufzuschließen. Das heißt, wenn man jetzt seine Couch eine Fahrzeugbreite neben der Garage stehen hat, dann wird niemand Zugriff zu diesem Auto bekommen, weil es reicht nicht von der Distanz. Ich lege es mal ein bisschen dichter, halbe Fahrzeugbreite, also etwa hierhin, reicht auch nicht. Nur um zu zeigen, dass das funktioniert von der Höhe, ich lege es mal jetzt direkt hier neben. Jetzt kriege ich den Wagen auf. Also das hatten viele kommentiert, dass das ja nicht so geil ist mit dem Handy, weil eben, wenn ich meine Garage direkt neben meiner Couch im Wohnzimmer habe, dann könnt ihr jederzeit an das Fahrzeug rankommen. Aber man muss wirklich mit dem Handy direkt neben dem Fahrzeug stehen, um es aufschließen zu können. Das heißt, da ist das System wirklich schlau genug, um zu erkennen, ob die Person wirklich daneben steht oder nicht. Ist auf jeden Fall ganz interessant, weil nichtsdestotrotz kann ich ja trotzdem über Bluetooth den Wagen jetzt öffnen oder schließen. Das heißt, ich weiß nicht, ob der da über die Signalstärke geht, also wie gut die Verbindung mit dem Bluetooth ist und dann eben sagt, okay, der steht jetzt direkt neben dem Auto oder ist halt weiter entfernt. Aber Tesla hat da auf jeden Fall mitgedacht. Wenn da eine Wand zwischen ist, dann wird das Signal ja nochmal schwächer. Dann wird man das nicht aufmachen können. Das ist schon mal gut.
gucke mal, ob sich die Anzeige mittlerweile ein bisschen geändert hat. Nee, hier steht immer noch, Update wird gestartet. Interessanterweise kann ich hier aber das Menü öffnen. Obwohl da ja eben stand, dass man auf dem Display nichts machen kann. Ich stelle aber auf gar keinen Fall jetzt was um, weil während eines Updates sollte man sowieso nichts an einem Computer machen. Wir waren jetzt gerade noch unterwegs und dann kommst du wieder zum Auto und dann kommt das hier. Version 10 und gleich oben bei, was hat sich in diesem Update geändert? Cuphead Tesla Edition. Ja, das wichtigste Feature quasi in dieser 10er Version ist Cuphead, ein Computerspiel. Nein, da sind natürlich noch ganz viele andere Sachen. Tesla Kino haben wir auch neu, Karaoke haben wir, Fahrdarstellung, hungrig oder bereit für eine Überraschung, Verbesserung der Karten-App, mobile App, Verbesserung der Dashcam, Wächtermodus, Joe-Mode, App-Launcher und noch viele andere Sachen. Also es hat sich wirklich sehr viel getan. Tesla sagt auch, dass diese 10er-Version jetzt eigentlich das größte Software-Update ist, was sie jemals rausgebracht haben. Wir gehen mal durch die Feature durch und erstmal die Sachen, die man jetzt auch im Stand nutzen kann. Und dafür gehen wir jetzt als erstes schon mal auf hier Unterhaltung. Und hier hat man jetzt die ganzen Spiele. Hier oben Beach Buggy Racing 2. Das hatte man schon in der letzten Version, aber jetzt Cuphead. Und ich habe Cuphead selber noch nicht gespielt, aber es wurde ja äußerst stark gefeiert. Ich sehe nur gerade leider, dass man dafür einen Game Controller braucht. Hier unten steht, stecken Sie zum Spielen einen kompatiblen Game Controller ein. Wo kriege ich jetzt einen Game Controller her? Ja gut, das kann ich jetzt in diesem Video nicht zeigen, aber ich werde, wenn ich zu Hause bin, gleich mal nach einem Game Controller online gucken und den bestellen und dann werde ich euch das auch zeigen, wie das Spiel funktioniert. Aber ist schon verrückt, oder? Jetzt muss man sich für ein Auto dann einen Game Controller holen. Das ist halt Tesla und das Ganze hat ja aber auch einen Sinn und Zweck. Zum einen kann ich dann während des Ladens spielen und zum anderen natürlich, wenn der Wagen dann mal voll autonom fährt, habe ich dann schon die volle Unterhaltung hier an Bord. Und genau aus diesem Zweck gibt es jetzt eben auch Kino. Und hier seht ihr schon, wir haben Netflix und YouTube am Start. Ich starte einmal Netflix. Man hat 30 Tage kostenlos, aber ich habe natürlich zu Hause auch Netflix. Da versuche ich mich jetzt mal eben ganz kurz anzumelden. Ja, und jetzt können wir uns Haus des Geldes angucken. Alter. Okay, das ist super abgefahren. Ich kann es euch leider nicht zeigen, wegen Copyright und sowas. Aber ja, ich gucke jetzt gerade in meinem Auto hier Netflix auf einem riesen Display mit einer echt guten Soundanlage und auch in einer super Qualität. Also es wird jetzt über LTE gestreamt. Mein Handy ist jetzt nicht mehr verbunden. Ich hatte eigentlich ursprünglich mal gelesen, dass das dann nur über WLAN gehen würde und dass Tesla an Supercharger-Stationen WLAN einrichten würde, worüber man dann eben streamen würde. Aber anscheinend geht das dann auch über das Datenpaket von Tesla. Ja, es ist so, dass dieses Datenpaket ab nächstem Jahr Geld kosten wird. Also ich glaube, im Sommer nächsten Jahr wird man da Geld zahlen müssen. Alle Autos, die, ich weiß nicht mehr genau, vor August oder Juli ausgeliefert wurden, die werden immer dieses kostenlose Datenpaket haben, das Premium-Paket. Und alle, die danach ausgeliefert werden, müssen dann, glaube ich, jedes Jahr ein Premium-Paket kaufen. Das soll wohl so um die 100 Euro kosten, also für 12 Monate 100 Euro. Dafür kann man dann Netflix gucken, Spotify streamen, YouTube gucken, all sowas ist schon okay, würde ich sagen. Klar, es sind nochmal wieder irgendwo Kosten, die entstehen, aber dafür hat man halt diese Zusatzfunktion. Wenn man das nicht möchte, kann man es auch einfach sein lassen. Schön finde ich auch, dass man hier oben immer noch Klima steuern kann, selbst wenn Netflix läuft. Die Übersicht ist auch wirklich sehr flüssig. Beenden tue ich über das X hier oben. Einmal drauf tippen, X. Und Tesla Theater oder Kino ist aus. YouTube gibt es auch. Und hier suchen wir doch mal eben ein Video von mir. Hier, das Abholvideo. Okay, Werbung gibt es hier auch. Interessanterweise ist das holländisch. Das heißt, die Hauptzentrale von Tesla in Europa ist ja in Holland. Und wahrscheinlich die Internetverbindung wird von da gespeist. Also der, wie heißt das, IPS oder sowas. Deswegen kriegt man jetzt die holländische Werbung in einem deutschen Tesla. Aber hier läuft jetzt mein Video. Tja, jetzt kann ich in meinem Auto meine eigenen Videos gucken. Aber keine Sorge, das mache ich nicht. Ich gucke selber tatsächlich sehr wenig YouTube. Und wenn ich YouTube gucke, dann gucke ich tatsächlich Let's Plays. Geht das Fullscreen? Ja, das geht Fullscreen noch. Bei der Übergabe ein bisschen viel gesabbelt und viel erklärt. Beenden kann ich das dann auch wieder hier oben. Und jetzt sind wir aus YouTube draußen. Das ist schon sehr geil. Das ist cool. Also Zeit kannst du jetzt wirklich sehr einfach mit einem Tesla überbrücken. Und gerade hier im Model 3 ist es natürlich geil, dass der Bildschirm horizontal angeordnet ist. Im Model S hast du einen vertikalen Screen, da ist das Bild dann nicht ganz so breit. Als letzte App haben wir hier noch die Tesla Tutorials. Schlüsselkarte. Ja.
dann spielt er hier einfach das Video ab. Also ab jetzt dann Netflix und YouTube im Auto. Wahnsinn. Machen wir mal weiter. Es gibt noch eine Unterhaltungsfunktion, die jetzt neu ist. Karaoke bzw. Karaoke, also Auto, K mit C. Karaoke. Party Mix, Totally 80s, das ist voll mein Ding. I want to know what love is. Und jetzt habe ich hier tatsächlich Karaoke. Ich mache den Ton mal eben aus, wegen Copyright und sowas. Aber ich kann jetzt hier einfach mitsingen. Das ist Tesla Karaoke. Ich werde gleich mal gucken, ob das auch beim Fahren funktioniert. Ich hatte jetzt in einem Video gesehen, dass wenn der Autopilot an war, dass das dann ging. Würde mich wundern, wenn das in Deutschland funktionieren würde, aber machen wir gleich. Also ich muss gleich einmal das Laden unterbrechen und dann kann ich wieder fahren. Aber jetzt habe ich Karaoke im Auto. Ich bin jetzt nicht so der Karaoke-Fan, ich weiß nicht, ob ich mich dafür extra ins Auto setzen würde. Aber es ist halt einfach eine witzige Idee. Das ist schon sehr witzig, um ehrlich zu sein. Das ist... Alter. Gut, das waren jetzt die Unterhaltungsfunktionen, die neu sind. Kommen wir jetzt mal zu den anderen Änderungen. Und hier kommt als erstes auch, was heißt nicht ernst gemeintes Feature, es ist einfach... ein ganz witziges Feature, sagen wir mal so. Ihr kennt es sicherlich von Google, auf gut Glück. Das könnt ihr jetzt auch anwählen, das heißt, ihr klickt darauf und jetzt will der mich an die Alster-Arkaden schicken, was auch immer ich da soll. Nochmal, gut Glück. Jetzt will er mich zum Hamburger Dungeon schicken. Nochmal, auf gut Glück. Brooksfleet, nochmal, gut Glück. Marco Polo Tower soll ich jetzt hinfahren. Nochmal, auf gut Glück. Museum Holstentor. Gut Glück schickt einen also irgendwie an Sehenswürdigkeiten oder Ausflugszielen, wohingegen hungrig einfach ein Restaurant in der Nähe raussucht. Ich stehe gerade in Rheinbeck und jetzt schickt er mich ans Ristorante Lino. Nochmal hungrig. Ristorante Pizzeria Luca. Hat also ein kleines Favor für Italiener. Nochmal hungrig. L'Osteria, auch ein Italiener. Okay, jetzt ein Asiate. Wenn ich also gerade nicht weiß, was ich essen will, steige ich in Zukunft in Tesla und sage... hungrig und dann navigiert er mich zu einem Ort, wo ich was essen kann. Auch schön sind hier die Informationen, also man sieht, wann er schließt, die Öffnungszeiten, Bewertungen sieht man, kann man sich mal nicht weiter anzeigen lassen. Man kann anrufen, man kann die Webseite aufrufen, das heißt, ich kann jetzt hier auch gucken, was haben die da eigentlich so an Essen. Das ist schon sehr geil. Mal gucken, ob es durch Sprachsteuerung geht. Ich habe Hunger. Nein. Sprachsteuerung wurde noch nicht wirklich verbessert, also wäre geil, wenn der sowas in Zukunft auch verstehen könnte. Schade, das noch nicht, aber man hat jetzt halt einfach diese auf gut Glück und hungrig Buttons. In der Handy-App ist noch mehr hinzugekommen, dafür muss ich aber mal ganz kurz aussteigen. Und zwar, wenn ich die App jetzt einmal öffne, dann sehe ich hier den Wagen und dann kann ich hier auf Fahrzeug gehen und hier auf Spalt und jetzt sind alle Fenster so ein Spalt aufgegangen. Das heißt, wenn es warm ist, ist das natürlich wunderbar. Ich kann auch wieder zumachen. Jetzt gehen sie zu. Spalt auf, Spalt zu. Und wenn ich jetzt ein Fenster komplett offen gelassen habe, also das Fenster ist hier gerade offen, kann ich hier auch, und dann schließt einmal komplett das Fenster. Jetzt ist es zu. Auch der Dashcam-Modus wurde optimiert, das heißt, wenn ich jetzt während der Fahrt auf dieses Symbol klicke, dann speichert er mir ja das Videomaterial von bisher 3 Kameras auf dem USB-Stick, den ich hier drin habe. Jetzt kommt noch eine 4. Kamera hinzu, und zwar die Kamera ganz hinten. Das heißt, jetzt hat man 4 Kameras, jetzt hat man wirklich eine Rundumsicht um das Auto, dass wenn ein Unfall passiert, dass man wirklich sehen kann, auch wenn hinten einer auffährt, was da genau passiert ist. Wächtermodus wurde auch optimiert, das war bisher auch echt immer ein bisschen nervig, weil der USB-Stick ständig voll war. Jetzt löscht der alte Wächtermodus-Aufnahmen, weil der Wächtermodus hat immer aufgezeichnet, wenn jemand so dicht am Auto vorbeigegangen ist und dann waren ständig Aufnahmen auf diesem USB-Stick von irgendwelchen Sachen, die am Auto passieren. Also meistens reicht es auch, wenn ein Auto vorbeifährt oder wenn ein Vogel langfliegt oder sonst was. Und das heißt, alle 3-4 Tage habe ich den USB-Stick mitgenommen, gelöscht und dann wieder reingesteckt. Jetzt löscht er halt altes Videomaterial. Man muss dann natürlich nur gucken, wenn wirklich was am Auto passiert, also ein Kratzer oder so, dann muss man den USB-Stick rausnehmen und dann das Videomaterial sichern von der Stelle, wo da was passiert ist. Auch eine Funktion, die jetzt hinzugekommen ist, ist der Joe-Mode. Diese Warnsignale, also diese, relativ laut sind und alle im Auto immer wieder aufwecken. Auch bei Autopilot, wenn er irgendwie ein Auto wahrnimmt, dann piept er sehr laut. Jetzt kann man hier unter Sicherheit reingehen und kann hier unten den Joe-Mode aktivieren. Das heißt, einmal Vergleich, das ist die normale Lautstärke. Einmal an.
Es ist wirklich deutlich leiser, wenn man Kinder an Bord hat, die schlafen, dann ist es wirklich eine nützliche Funktion auf jeden Fall. Man hat auch eben noch eine andere Sache gesehen, die neu ist. In dem Profil werden jetzt auch Einstellungssachen gespeichert. Das heißt, wenn ich den Joe-Modus aktiviere, dann speichert er das in meinem Profil auch ab. Vorher war das so, dass die Einstellungen für alle Profile galten. Jetzt ist es halt profilspezifisch. So, und jetzt kommen wir mal zum Autopiloten. Da hat sich auch viel getan und ich hatte in meinem Video, ja, dieses Video, was wir uns eben auch kurz angesehen haben, in den Sachen, die ein Tesla nicht kann, gesagt, dass der Tesla keinen Spurwechsel kann. Ich hatte mal ein Auto mit erweiterten Autopiloten, der soll das nämlich eigentlich können. Also danke für eure Kommentare an der Stelle. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Vielleicht war ich einfach zu blöd. Mein Wagen hat leider keinen erweiterten Autopiloten, weswegen ich auch leider nicht die Summon-Funktion euch zeigen kann. Die Summon-Funktion ist eine, ja, jetzt neue Funktion, wo ich mich quasi draußen irgendwo hätte auf dem Parkplatz stellen können und dann hätte ich auf dem Handy die Summon-Funktion aufgerufen und aktiviert und dann wäre das Auto von alleine zu mir gefahren. Das funktioniert in einem bestimmten Radius und auch nur in einer sehr, sehr langsamen Geschwindigkeit. Muss ich mal gucken, ob ich in einem Auto für 6.300 den erweiterten Autopiloten kaufe. Ist nun auch ganz schön viel. Aber so kann ich jetzt leider auch nicht testen, dass die Spurwechsel, wie gesagt, die sollen ja funktionieren, auch in Deutschland, dass die jetzt noch deutlich besser geworden sind. Mal gucken. Mal gucken, also zu Testzwecken wäre das natürlich schon geil, aber 6.300 finde ich echt eine Ansage und der Autopilot so funktioniert ja auch schon wunderbar. Also das sind halt diese Sachen wie eben Sammeln, Spurwechsel, die jetzt meine Teslas momentan nicht können. Ich werde jetzt aber mal das Laden abbrechen, Stecker rausziehen und dann fahren wir, weil ja, ich werde euch jetzt nicht direkt sagen können, ob Autopilot irgendwie besser geworden ist oder nicht, weil dafür muss ich, glaube ich, ein bisschen länger testen. Aber auch von der Ansicht haben sich ein paar Sachen geändert, die kann ich euch auf jeden Fall zeigen. Eine Sache müsste ich euch schon im Stand zeigen können und zwar kann man jetzt hier auch rauszoomen. Das seht ihr hier. Ich kann reinzoomen und ich kann sogar so ein bisschen um mich herum gucken. Das heißt, da müsste vielleicht jetzt ein Auto, das müsst ihr jetzt erkennen, genau. Und jetzt kann ich hier reinzoomen bzw. mir das ein bisschen aus der Ferne angucken, was denn eigentlich der Autopilot so sieht. Ich fahre dafür jetzt nochmal so ein bisschen vor. Da seht ihr jetzt die parkenden Autos da vorne. Da kann man wirklich weit rauszoomen und sich dann auch noch das von der Seite angucken. Das ist auf jeden Fall neu und was er früher auch immer gemacht hat, war, dass die parkenden Autos so geflackert haben, so ein bisschen Breakdance gemacht haben. Das hatte ich auch in einer Insta-Story einmal gezeigt. Das scheint jetzt auch weg zu sein. Also die Autos, die parken auch wirklich. Das ist schon mal gut. Fahren wir den Hebel. Autopilot ist aktiv. Also wirklich sehr viel flüssiger, die anderen Autos, die er sieht. Das ist echt eine starke Änderung. Vorher sind die halt auch immer so ein bisschen gesprungen und das ist jetzt auf jeden Fall weg. Ist doch witzig, der Wagen ist eben umgesprungen von Sportauto auf SUV. Eine Sache, die ich mir aber gewünscht habe, ist, dass er hier auch Navigationssachen anzeigt. Weil häufig hat man rechts irgendwas offen und dann sieht man nicht mehr die Karte und dann weiß man gar nicht, wie man irgendwie fahren soll. Vor allem, wenn man die Sprachsteuerung aus hat, ist das immer ein bisschen blöd. Was wir jetzt ja noch einmal austesten wollten, war Karaoke während der Fahrt. Mal gucken, ob das geht. Ich gehe hier einmal runter, Karaoke. Karaoke ist für jedermann, aber Songtexte sind nur für Beifahrer. Fahrer dürfen mitsingen, wenn sie den Text bereits kennen. Okay, Karaoke geht anscheinend auch während der Fahrt. Ich hatte jetzt den Autopiloten aktiviert, ich breche ihn mal eben ab. Ja, Autopilot ist wieder beendet. Also auch ohne Autopilot funktioniert das. Jetzt gucke ich nochmal, ob YouTube auch während der Fahrt funktioniert. Das würde mich aber sehr, sehr, sehr stark wundern. Dafür gehen wir hier runter. Unterhaltung ist deaktiviert, das kann ich gar nicht antippen. Also Netflix, YouTube, das geht definitiv nicht während der Fahrt. Jo Leute, das war's. Wenn ihr selber mal Tesla fahren wollt, guckt mal bei Miete dein Tesla vorbei. Ich hoffe, dass ich auf den anderen jetzt auch möglichst bald das Update bekomme, damit alle meine Mieter das neueste Update haben. Wenn ihr in Hamburg seid, schickt mir eine Anfrage. Es wird sich da demnächst einiges tun, also ich arbeite da intensiv dran. Und das wird sehr, sehr spannend. Also da wird sich viel tun. Viel, 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 viel tun. Ich hoffe, das Video war interessant. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Update habt oder zu Tesla, dann schreibt es mal in den Kommentaren, dann werde ich das in den zukünftigen Videos testen. Ich weiß, dass ich auch noch mal testen muss, was passiert, wenn man das Handy draußen liegen lässt und dann losfährt, ob er das erkennt. Mache ich noch mal im zukünftigen Video. Ich glaube, dieses ist jetzt mittlerweile auch schon wieder viel zu lang geworden. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Abonniert und guckt bei Instagram nochmal vorbei, wenn ihr mehr erfahren wollt. Und dann bis dann. Ciao.